In der evangelischen Kirche feiern wir am 17. Mai den Sonntag Rogate. Dieser lateinische Name bedeutet betet. An diesem Sonntag und in der für uns beginnenden Woche ermutigen wir uns zum Gebet und der Fürbitte. Besonders in der gegenwärtigen Situation der Pandemie brauchen wir diese Verbindung zu Gott als dem Schöpfer der Welt mehr denn je. Das Vaterunser, das wir täglich beten, nimmt dabei in unserem christlichen Glaubensleben eine zentrale Stellung ein. Denn es ist Zusage der Liebe und Fürsorge Gottes und zugleich Aufforderung zur Sorge um den Nächsten, den Gott in unser Leben stellt. In Psalm 66, Vers 20 ermutigt uns der Beter durch seine eigene Erfahrung des Gebets, die ihn in seinem Glauben stärkt, dazu uns an Gott zu wenden. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, sondern seine Güte von mir wendet. So steige nun mein Gebet zu Gott empor. Allmächtiger, ewiger Gott, weltweit treten Menschen in Gebet und Fürbitte vor dich. Ermutige uns zu diesem Tun. Du bist ein Gott, der unser Gebet hört und nicht verwirft. Du bist ein Gott, der in seiner Güte sich uns zuwendet. So bitten wir dich um Frieden in Zeiten des Krieges, um Heimat in Zeiten der Flucht, um Brot in Zeiten des Hungers, um Wasser in Zeiten des Durstes, um Glauben in Zeiten der Resignation, um Heilung und Hilfe für all diejenigen, die von Covid betroffen sind. In der Stille sind wir bei denen, die mit uns die Hände falten, die Arme erheben, ihr Leid klagen und ihre Bitte nennen. Eine große Gebetsgemeinschaft rund um die Erde. Wir wollen uns Zeit nehmen zum Gebet. Nicht nur in dieser Woche, sondern jeden Tag neu. Als Schwestern und Brüder, die wir alle im Angesicht Gottes erschaffen sind, wenden wir uns in Fürbitte und Sorge unserem Nächsten zu. Lege du nun deinen Segen auf uns, damit wir deine Gnade und Liebe in Gebet und Handeln in dieser Welt Wirklichkeit werden lassen. Amen.